Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen liegt heute abermals ein Antrag vor, um den Rechtsstaat in Mecklenburg-Vorpommern zukunftsfähig aufzustellen. Wir wissen alle, es rollt eine Pensionierungswelle auf uns zu und es droht der nächste Fachkräftemangel, wenn wir jetzt nicht handeln. Das hat insbesondere noch einmal die hochkarätig besetzte Veranstaltung des Rostocker Anwaltsvereins gezeigt, dem ich an dieser Stelle ausdrücklich für sein Engagement danken möchte. Zur Ausgangslage für alle, die nicht so im Thema stehen. Bis 2031 werden insgesamt 320 Richterinnen sowie Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in den wohlverdienten Ruhestand gehen, also die Hälfte der derzeit tätigen Richterinnen und Staatsanwälte. Auf der anderen Seite kommen jährlich durchschnittlich 6 Absolventen nach, die die Zugangsvoraussetzungen für den Richterdienst oder zum Dienst als Staatsanwalt in Mecklenburg-Vorpommern erfüllen. Das sind in den nächsten 12 Jahren insgesamt 72 Absolventinnen. Also haben wir auf der einen Seite 320 Richter und Staatsanwälte, die in den Ruhestand gehen, und 72 Absolventen, die diese Stellen von der fachlichen Qualifikation her besetzen können, blieben sie im öffentlichen Dienst und blieben sie in Mecklenburg-Vorpommern. Das macht das Problem bei den Richterinnen und Staatsanwälten deutlich. Der Bedarf ist 4-mal höher als derzeit an Absolventen das Referendariat bestehen. Dabei ist noch nicht einkalkuliert, dass gerade die gut abschneidenden Absolventen in der freien Wirtschaft gut bezahlte Jobs angeboten werden und somit nicht jeder gut ausgebildete Jurist im öffentlichen Dienst bleibt. Und es ist noch nicht der Umstand einkalkuliert, dass eben diese Absolventen auch in andere Bundesländer gehen, denn dort ist das Nachwuchsproblem ebenso groß wie in Mecklenburg-Vorpommern. Das Justizministerium hat bereits reagiert und einige Maßnahmen, wie beispielsweise die Verbeamtung der Referendare in die Wege geleitet. Eine weitere war die Absenkung der Zugangsvoraussetzungen zum öffentlichen Dienst als Richter oder Staatsanwälte auf ein gutes befriedigend, wobei das nicht die Problemlösung für die Zukunft sein kann. Mit der Absenkung insgesamt kämen wir auf weitere 100 Absolventinnen und Absolventen in den nächsten 12 Jahren, die Voraussetzungen für den öffentlichen Dienst erfüllen. All diese Maßnahmen werden aber am Ende nicht reichen, um den Bedarf zu decken. Hinzu kommt, dass das eben Gesagte nur den öffentlichen Dienst betrifft. Es gibt aber noch weitaus mehr juristische Berufe in diesem Land, die alle wichtig für die Rechtspflege in Mecklenburg-Vorpommern ist. Dort ist die Situation ähnlich prekär. Und da reden wir nicht nur von Absolventinnen und Absolventen mit besseren Examinas. Schauen wir uns beispielsweise die Rechtsanwälte an. Die Altersstruktur der in Mecklenburg-Vorpommern tätigen Rechtsanwälte ist bedenklich. Schon jetzt zeigt sich hier das Nachwuchsproblem. Die Altersstruktur der Rechtsanwälte zeigt, dass 2019 nur 2 Rechtsanwälte waren in Mecklenburg-Vorpommern waren, die jünger als 30 Jahre alt sind. 137 von den 1484 Rechtsanwälte sind jünger als 40 Jahre, das ist ein Zehntel. Die Hälfte der Rechtsanwälte ist demgegenüber älter als 50 Jahre. Die Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern teilte letzte Woche mit, und Sie alle konnten das der Presse entnehmen, dass in den nächsten 12 Jahren etwa 600 Rechtsanwälte fehlen werden. Rechtsanwälte in Mecklenburg-Vorpommern in den Ruhestand gehen werden, das ist mehr als ein Drittel der bisher tätigen 1484 tätigen Rechtsanwälte. Mit den 320 Richterinnen und Staatsanwälten reden wir dann schon über 920 Juristen, die in den nächsten 12 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden werden. Und das sind nur bisher die Zahlen der Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte. Hier sind noch nicht mit eingezählt die Verwaltungsbeamten, Juristen in der Landesregierung, in den Wohlfahrtsverbänden oder Unternehmen, wo ebenfalls Juristen benötigt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, schauen wir, wie viele Juristinnen auf der anderen Seite ausgebildet werden, die dann die frei werdenden Stellen besetzen könnten, und dann wird der Handlungsbedarf mehr als deutlich. Sehe ich dann auf die überhaupt bestandenen zweiten Examinszeit, dem Jahr 2010, ergibt sich ein jährlicher Durchschnitt von etwa 55 Absolventinnen und Absolventen des zweiten Staatsexamens, wo nur ein kleiner Teil die Voraussetzungen für den richterlichen Dienst erfüllen. Auf die nächsten 12 Jahre gerechnet sind das gerade mal 660 ausgebildete Juristinnen und Juristen. Das macht das Problem noch mal deutlich. Auf der einen Seite haben wir 1000 Juristen, die in den nächsten 12 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und auf der anderen Seite bilden wir in den nächsten Jahren
12 Jahren rund 660 Juristen aus. Das macht einen Bedarf von ca. 400 bis 500 zusätzlich ausgebildeten Juristinnen deutlich. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen jetzt handeln, um den Rechtsstaat in Mecklenburg-Vorpommern zu wahren. Jeder, der Jura studiert hat oder sich damit beschäftigt, weiß, dass die Regelstudienzeit 4 Jahre beträgt. Dazu kommt das Referendariat von 2 Jahren. Wir reden also von 6 bis 7 Jahren, wo Auswirkungen deutlich werden, wenn wir heute handeln, und das beginnt beim Studium. Derzeit ist die einzige Universität, wo Juristen ihr Staatsexamen in Mecklenburg-Vorpommern ablegen können, die Universität in Greifswald. Die Universität hier zum Wintersemester 2018-2019 für 200 Studienanfänger Plätze vor, wovon 220 Studienanfänger zu verzeichnen waren. Demgegenüber haben sich 2018 100 in das erste Staatsexamen eingeschrieben, wovon 62 dieses dann auch erfolgreich bestanden haben. Diese Zahlen verdeutlichen, wir haben eine hohe Abbruchquote und eine hohe Durchfallquote. Und als ich im Januar bei der besagten Veranstaltung in Rostock zugegen war, des Anwaltsvereins, wo auch Frau Bildungsministerin Martin im Podium saß, vertrat dort Frau Bildungsministerin die Position, die sie auch hier schon in der letzten Landtagsdebatte verdeutlicht hat, dass durch die Reduzierung der Abbrecher und der Durchfallquote in Greifswald die Absolventenzahlen verdoppelt werden könnten. Wir meinen, diese Rechnung wird nicht aufgehen, aber machen wir sie gerne auf. In der Absenkung der Durchfallquote in der Pflichtfachprüfung sind keine so großen Reserven, als dass wir von einer Verdopplung, dass sie dann eine Doppelung beitragen könnte. Im Jahr 2018 lag Mecklenburg-Vorpommern mit einer Durchfallquote von 39,4% bundesweit leider an der Spitze. Sieht man sich den Bundesdurchschnitt von 29,1% an, stellt man fest, dass in dem Bereich nicht so viel rauszuholen ist. Da reden wir unterm Strich über eine Steigerung von 10 bis 15%, und schon dafür muss richtig Geld für die Qualitätsverbesserung an der Universität in Greifswald in die Hand genommen werden. Kürzlich hatte ich eine kleine Anfrage zur Situation des Jurastudiums an der Universität Greifswald gestellt. Aus der Antwort geht hervor, dass sich zum Wintersemester 2018-2019 insgesamt 222 Studienanfänger eingeschrieben haben und sich 835 Studierende in der Regelstudienzeit befanden. Demgegenüber hat es im Jahr 2018 insgesamt 315 Exmatrikulationen gegeben. Von denen 185 in den ersten 5 Semestern erfolgten, von diesen 185 Exmatrikulationen erfolgten 145, also fast 80%, wegen eines Hochschulwechsels, Abbruch des Studiums oder Streichung durch die Hochschule wegen fehlender Rückmeldung. Meine Damen und Herren, diese Abbruchgründe müssen Sie genau hinterfragen. Wenn 1/3 der Studierenden ihr Studium abbrechen, wer in den ersten 5 Semestern sein Studium abbricht, hat entweder festgestellt, dass Jura überhaupt nichts für ihn ist, oder er hat eigentlich nie ernsthaft vorgehabt, dieses Fach tatsächlich zu studieren. Wer in dieser Zeit gestrichen wird oder die Hochschule wechselt, hatte nie wirklich vor, sein Studium in Greifswald zu Ende zu bringen. Sie dürfen ja eins nicht vergessen, wir leben nicht mehr in Zeiten, wo die ZVS, die zentrale Studienplätze vergibt, noch tätig ist. Heutzutage wird sich direkt bei der Universität eingeschrieben. Und wer sich dort einschreibt, der weiß, was er tut. Der hat sich vorher informiert, der weiß, wie viele Lehrstühle es gibt, welche Schwerpunkte angeboten werden und wie die Bibliothek ausgestattet ist. Wer sich in einer Universität einschreibt und nach 2 oder 3 Semestern die Hochschule wechselt, wusste von Anfang an, was er will, und zwar eine andere Hochschule wechseln, sobald es möglich ist. Es ist nun eben mal leichter, das Studium während des Studiums zu wechseln, als dass man erst zum ersten Semester sich irgendwo einschreibt und ungewiss ist, ob es dann auch klappt. Das bedeutet unter dem Strich, dass es schwierig sein wird, diese 80% der Abbrecher in den ersten 5 Semestern in Greifswald zu halten. Insofern bringt es auch nichts, den gewünschten Effekt auf die Abbruchquote zu hoffen. Frau Bildungsministerin, sie ist ja heute nicht da, sondern die Frau Justizministerin, denke ich, wird wieder dazu reden. Ich hoffe, wir könnten hier auch Ihnen, dem Plenum, deutlich machen, dass Sie es mit dem Bemühen nicht schaffen werden, die Absolventen zum ersten Staatsexamen in Greifswald zu verdoppeln. Wie man die Sache dreht und wendet, unter dem Strich wird es nötig sein,
den Studiengang der Rechtswissenschaften auch wieder in Rostock anzubieten. Und dafür werben wir mit diesem Antrag ausdrücklich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Stammer, Sie reden von verantwortungsvollem Handeln. Ich hoffe, wir sehen uns nicht in 10 Jahren hier wieder und stehen vor einer ähnlichen Situation wie bei den Lehrern und sagen, dann hätten wir damals mal anders gehandelt. Ich bin skeptisch, ob die von Ihnen eingeschlagenen Maßnahmen reichen werden, den Bedarf an Juristen in Zukunft zu decken. Ich befürchte, es wird nicht reichen. Deshalb, Herr Pegel, sehe ich Sie eben nicht so, dass die Landesregierung mit alleine der Qualitätsverbesserung in Greifswald auf den richtigen Weg ist. Die Qualitätsverbesserungen in Greifswald waren notwendig und sind notwendig. Wenn man sich alleine in der Wirtschaftswoche das Ranking der Universitäten anschaut und die Universität Greifswald auf Platz 40 von 40 untersuchten Universitäten ist, denke ich, sagt das alles aus. Will man sozusagen Greifswald zukunftsfähig machen, sind hier dringende Qualitätsverbesserungen, nicht nur Bibliotheken, sondern auch Lehrstühle, unbedingt notwendig, darüber nachzudenken. Deshalb bin ich da skeptisch, ob das alleine der richtige Weg ist. Wir meinen, die Hansestadt Greifswald wird alleine nicht ausreichen. Ich glaube, die Zahlen, die hatte ich deutlich nochmal gemacht in meiner Einbringungsrede, die dargestellt haben, dass wir den Bedarf mit Greifswald alleine und mit der Senkung der Abbruch- und Durchfallquote eben nicht retten werden. Viel besser wäre es auch deutschlandweit, um insgesamt Mecklenburg-Vorpommern als Hochschulstandort, als Universitätsstandort attraktiv zu gestalten, wenn man Rostock eben eröffnen würde, zwischen beiden Fakultäten Schwerpunkte bilden würde, Rostock aufgrund seiner Lage Wirtschaftsrecht, Greifswald beispielsweise aufgrund der Lage zur Metropolregion in Stettin, internationales Recht und so, dass auch eine Konkurrenzsituation zwischen beiden Universitäten vermieden werden würde, insgesamt die juristische Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern zu stärken. Das würde auch nicht die großen finanziellen Mittel bedeuten, die wir insgesamt hier immer vorgetragen werden als Daueraufgabe. Ich glaube, wenn wir hier sparen, sparen wir einfach am falschen Ende. Wir sparen am Rechtsstaat in Mecklenburg-Vorpommern. Wir hatten das zusammen mit der Universität Rostock einmal besprochen. Insgesamt würden wir jetzt von ca. 600.000 Euro pro Jahr reden, die notwendig wären, um wieder einen Staatsexamenslehrgang in Rostock. Na, gehen Sie mal hin, Herr Albrecht, Sie wohnen ja vor Ort. Ich glaube, für Sie ist es der kürzeste Weg. Unterhalten Sie sich mit den Dekanen. 600.000 Euro, von denen wir hier reden. Ich glaube, das sind nicht die riesen finanziellen Mittel, um wirklich einen Rechtsstaat zu gefährden. Was ich noch mal zurückweisen möchte, das hatte ja auch die Bildungsministerin schon in der letzten Landtagsdebatte vorgebracht, dass man jetzt andere Probleme hätte, wie die Lehramtsausbildung, die Hebammenausbildung etc. Ich finde es einfach falsch, die einzelnen Fachrichtungen gegeneinander auszuspielen. Für mich ist das eher ein Armutszeugnis seitens des Bildungsministeriums, wenn gesagt wird, wir haben uns jetzt erstmal um andere Studiengänge, um andere Ausbildungsgänge zu kümmern und haben jetzt sozusagen nicht die große Zeit oder die finanziellen Kapazitäten, um uns auch noch um die Juristen zu kümmern. Ich glaube, das ist das falsche Signal, was wir nach draußen geben könnten. Und ich denke, dass Sie von dieser Argumentation auch abrücken sollten. Zu dem vielbeschworenen Good Governance-Studiengang in Rostock. Ich glaube, dass auch hier nicht die großen Durchbrüche möglich sind. Bisher haben wir jährlich 10 Absolventen, die von Rostock nach Greifswald wechseln. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie dort 4 Jahre studieren, dann noch mal 2 Jahre in Greifswald studieren müssen, um irgendwann mal das Staatsexamen in der Tasche zu haben. Es ist für einen jungen Menschen einfacher, wenn er schon nach Rostock geht, gleich nach Hamburg etc. in andere Universitätsstädte zu gehen, dort innerhalb von 4-5 Jahren in der Regelstudienzeit sein erstes Staatsexamen zu machen und dann sein Referendariat abzuschließen. Für uns als Mecklenburg-Vorpommern würde das bedeuten, dass wir junge Menschen erst in andere Bundesländer gehen lassen und nicht um unseren eigenen Nachwuchs kümmern. Ich finde, das ist ein falsches Zeichen, dass wir damit jungen Leuten signalisieren würden. Von daher, ja, wir haben in unserem Antrag auch den Good Governance-Studiengang mit drin und dass die Kooperation verbessert werden soll. Aber aus unserer Sicht ist das eher eine vorübergehende Lösung. Die Dauerlösung wäre an beiden Standorten 2 vollwertige juristische Fakultäten.
Herr Stamer, ich habe noch eine Hoffnung an Sie und ich würde mir wünschen, dass wir das auch irgendwann mal schriftlich festhalten. Sie sagten ja, wir werden das regelmäßig prüfen, ob Greifswald wir die Abbruchquote verbessern können, die Durchfallquote senken können. Und wenn es sich zeigt, dass wir hier nachsteuern müssen, werden wir auch nachsteuern. Da habe ich meine Bedenken. Wir haben heute früh gerade den Hochschulentwicklungsplan verabschiedet, der bis 2025 gilt. Ich glaube, es wird sehr schwierig, aufgrund einer Prüfung davon Abstand zu nehmen. Ich kenne die Prozedere hier im Landtag, dass es immer sehr schwierig ist, überhaupt Mehrheiten zu finden für solche Änderungen von Plänen. Von daher bin ich auch sehr skeptisch, was die regelmäßige Prüfung angeht und würde mir wirklich wünschen, dass ich etwas schriftlich dafür in der Hand hätte. Erst dann würde ich richtig darauf vertrauen wollen. Und insofern bleiben wir natürlich bei unserem Antrag und hoffen weiterhin auf Ihre Zustimmung. Danke.